Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heute, today, dear English-speaking friends, English-speaking community, you don't have to wait for the English translation because there's no English translation today. Because the story of today was written by Kurt Tucholsky and it isn't contained in the English edition. I don't know why. Maybe it has some law reasons. I don't know. So, positive psychotherapy today only in German. In der englischen Ausgabe ist die Geschichte von heute nicht drin. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich hat es irgendwelche rechtlichen Gründe. Denn sie ist von Kurt Tucholsky geschrieben, in Deutschland verlegt und da ist das Verlagswesen ja immer ein bisschen tricky. Und die Geschichte heißt Banger Moment bei reichen Leuten. Wenn ich bei den reichen Leuten eingeladen bin, also bei so Reichen, dass es einem vor lauter Reichtum schon graust, dann ist da immer ein Augenblick, wo mir heiß wird. Und wo ich denke, dass mir nun gleich der Kragen platzt. Es ist alles so fein und so wunderbar herrlich. Die Katzen sind noch hochmütiger als anderswo. Die Hunde sind gut gezogen wie artig gebadete Kinder. Das Stubenmädchen funktioniert lautlos wie der Teetisch auf Rollen, den sie wie auf der Bühne vor sich herschiebt. Die gnädige Frau spricht leise und fast halblaut, diskret, fein. Alles ist selbstverständlich und gewiss nicht snobistisch. Es klappt wie geölt. Und ich habe das lebhafteste Bedürfnis, einmal in die Vorhalle zu gehen, mich in eine Ecke zu stellen und ganz laut Scheibenkleister zu rufen. Nur damit das innere Gleichgewicht wiederhergestellt ist. So fein geht es da manchmal zu. Was ist es? Also es ist zunächst und zu allerunterst der Neid. Daran darf man nicht zweifeln, nicht Missgunst. Es ist die stille Wut, es nicht so weit im Leben gebracht zu haben wie jene. Der tiefe Glaube, ohne den man sich ja selbst morden müsste, genauso viel wert zu sein wie jene. Die Ablehnung der Rangordnung, nach der diese den höheren Platz einnehmen und ihre tiefste Anerkennung. Aber es ist doch noch etwas anderes. Wenn es bei den reichen Leuten so fein zugeht, dann habe ich immer den Herzenswunsch, mir den Rock auszuziehen und zu der feinen, gnädigen Frau und zu dem gnädigen Herrn zu sagen, Kinder, nun lasst das mal alles beiseite. Nun wollen wir uns einmal erzählen, wie es im menschlichen Leben wirklich zugeht. Aber das darf man doch nicht. Man sieht, Herr Hauser, dass Sie noch nicht... Komm raus in die Vorhalle. Sie leben wattiert. Es ist da etwas Anämisches, etwas von einem luftleeren Raum. Sie sind von der Erdkruste durch eine Schicht Geld getrennt. Sie sind media in vita, lebensfremd, unserem Leben fremd. Es gibt doch gewiss alte, reiche Familien, die es schon gewohnt sind, viel Geld zu haben, es zu verwalten, es verdienen zu lassen. Solche, die sich höchlich wunderten, als selbstverständliche Geste etwa nicht zur Bank zu schicken. Aber auch bei denen, gerade bei denen fühle ich schärfstens, dass ihre Natürlichkeit so oft nicht natürlich ist. Dass sie einen zu engen, weiten Anzug tragen, der ihnen übrigens ausgezeichnet sitzt, dass ihre Gelockertheit anerzogen ist, dass sich unter dem ganzen Gehabe von Selbstverständlichkeit etwas regt, das gar nicht reich ist. Ein Oberschenkel ist nicht reich. Die Natur fühlt sich wohl im Reichtum, aber sie spielt das Spiel nicht mit. Sie ist reich ist sie nicht. Und darum
dehne und strecke ich mich auf der kühlen Straße, wenn ich von den ganz reichen Leuten komme und sage zu Paul, Paule, wo gehen wir denn jetzt hin? Und dann gehen wir noch wohin und trinken einen Topf irgendeiner nassen Sache und bereden es alles miteinander und sind heilfroh, dem Backofen des Reichtums entronnen zu sein. Und für wen bin ich nun ein Reicher? Wer beneidet mich? Und dennoch hab ich, harter Mann, es immer da gefühlt, mir ist ganz kannibalisch wohl, wenn ich wieder draußen bin. Was für eine wunderbare Geschichte. Wow, Kurt Tucholsky ist einfach genial. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und für wen bist du der Reiche? Schau mal. Und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Und morgen, ich bin sicher, gibt es das auch wieder in Englisch. Tomorrow, when you come back, the story will be also in English.